Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog Meine Wiki-Welt. Heute geht es um ein Thema, das aktuell auch in den Medien ist. Stichwort Bargeld-Obergrenze. Anne Will hatte ja zum Beispiel auch schon das Thema, da hat der Spiegel Online getitelt, Anne Will über Bargeld-Obergrenze, die unwiderstehliche Faszination des O-Wortes, also O-Wort ist Obergrenze gemeint. Ich habe heute wieder einen Interviewgast, Herrn Professor Helge Peukert. Hallo, Herr Peukert. Ja, schönen guten Tag. Gut, ich habe die Presse in letzter Zeit ein bisschen zu dem Thema verfolgt und ich möchte noch mal zwei, drei Schlaglichter setzen. So hat zum Beispiel der deutsche Bankchef Krein sich als Bargeldskeptiker geoutet, Zitat aus dem Handelsblatt, in 10 Jahren wird Bargeld wahrscheinlich nicht mehr existieren, sagte der seit vergangenen Sommer amtierende und stets ernst wirkende Bankmanager. Es ist einfach schrecklich ineffizient. Eine Sache, die da auch mit reinspielt in die Thematik, ist das Thema Konto für jedermann. Da ist ja jetzt ein Gesetz initiiert worden, dass eben jeder, also auch Arbeitslose und Asylbewerber, prinzipiell das Recht haben sollen, ein Girokonto einzurichten. Und wenn man den Bargeldverkehr einschränken will, ist das natürlich auch ein wichtiger Baustein, um vielleicht irgendwann sogar mal das Bargeld ganz abzuschaffen. Dann braucht natürlich jeder ein Konto. Das ist ja zurzeit noch nicht so. Die Banken können ja im Prinzip auch Leute, die ein Konto eröffnen wollen, abweisen. Daraus ergibt sich für mich das Gesamtbild, dass es starke Beschreibungen gibt, das Bargeld möglicherweise ganz abzuschaffen. Herr Peukert, wie sehen Sie dieses Szenario? Ja, das ist so eine Salamitaktik. Man fängt mal mit den 500ern an. Plötzlich fällt einem seit, ich weiß nicht, wie lange gibt es jetzt die D-Mark und den Euro, nach über einem halben Jahrhundert fällt einem ein, dass also die Terroristen oder sonstige Straftäter also davor gewisse Vorteile hätten, wenn sie mit den Scheinchen, mit den Großen dann durch die Gegend sausen würden. Und das ist natürlich nur vorgeschoben. Das Ganze steht im Zusammenhang damit, dass es natürlich, und ich verstehe Herr Krein, für ihn wäre es praktisch, wenn die Leute, wenn sie der Deutschen Bank misstrauen, nicht mehr vor der Filiale stehen und dann gerne Bargeld, was gar nicht da ist. Also Banknoten, die ja die Deutsche Bank nicht selber drucken darf, im Unterschied zur Eröffnung von Girokonten oder auch Krediten in Form von Giralgeld. Das ist natürlich klar, dass denen das gefällt, den Bankmanagern und den Überwachungsbehörden natürlich auch, weil es besteht ja dann die Möglichkeit, praktisch all unsere Lebensvollzüge zu kontrollieren. Mhm. Und wenn ich jetzt oberster Verfassungsschützer wäre beim Bundesnachrichtendienst oder so, dann wäre das natürlich ein Labsal, ja. Wenn jetzt alles hier praktisch überprüfbar wäre und dokumentiert vorliegen würde. Wobei ja interessanterweise es gar nicht so sehr Kriminologen sind, die jetzt auftreten und diese Forderung stellen, sondern die kommen ja eigentlich aus der allgemeinen Politik oder, wie wir eben auch eben gehört haben, aus der Hochfinanz. Und gerade in einer Situation, wo das Bankensystem insgesamt unter Druck zu sein scheint, also wenn man mal schaut, wie sich in den letzten 3 Monaten die Bankaktien verglichen mit dem DAX entwickelt haben. Der DAX ist auch unter Druck, -15% in dem Zeitraum, aber die Commerzbank zum Beispiel -28%, die Deutsche Bank -33%. Das heißt, hier scheint wirklich speziell auch das Finanzsystem oder und die Banken speziell auch Probleme zu haben. Und da finde ich, kommt dann nochmal ein ganz besonderes Geschmäckle auf. Sie haben das ja auch schon gesagt, wenn es kein Bargeld gibt, gibt es prinzipiell nicht mehr die Möglichkeit zu einem Bankrun. Und das heißt doch aber im Grunde genommen, dass gewisse Marktmechanismen ausgehebelt werden und gewissermaßen die normalen Geschäftsbanken noch weitergehend geschützt werden. Ja, sicher. Ich meine, wir haben im Moment eine Situation, wo man ja nicht behaupten kann, dass man in normal marktwirtschaftlichen Verhältnissen lebt, zu denen ja gehört, dass wenn jemand insolvent ist, dass er dann pleite geht.
Also wenn Sie sich den europäischen Bankensektor so insgesamt mal anschauen, dann sind da 1 Billion mit steigender Tendenz toxische Kredite drin. Und ja, da muss man eben zu Sondermaßnahmen greifen, wenn man nicht zu wirklichen Strukturreformen und auch Insolvenzen dann kommen will. Und das ist eben eine langfristige Maßnahme, um hier noch weiter manipulativ so eine Art monetäre Zentralverwaltungswirtschaft, wie das einige bezeichnet haben, durchziehen zu können. Und Sie haben ja schon zu Recht gesagt, das wird ja nicht von Kriminologen gesagt, dass jetzt das Bargeld ein Riesenproblem ist, sondern das kommt von der Politik. Und die Politik hat sich hier auf einen fragwürdigen Weg der Nichtbereinigung nach der Finanzkrise begeben. Und das ist nun ein neuer Mosaikstein, nachdem so Geschichten wie praktisch Nullzins und Quantitative Easing und was es sonst noch so alles gibt, als mittlerweile wirkungslos, was uns Frau Lagarde ja gestern auf dem G20-Gipfel nochmal erzählt hat. Das hat sie als wirkungslos erwiesen. Und da muss man jetzt halt irgendwie eine neue Jokerkarte ziehen. Ja, besonders interessant fand ich in dem Zusammenhang einen Artikel von Christian Odendahl aus der Zeit, 20. Februar 2016. Es gibt kein Grundrecht auf Bargeld. Und Christian Odendahl gehört zu einem ja, relativ unbekannten Think Tank, Center for European Reform, der ja, wenn man sich das anschaut, doch Großindustrie und bankennah ist, kann man sagen. Und da ja, finden sich doch ein paar bemerkenswerte Aussagen. Ich würde mal ein paar Aussagen zitieren und Sie können die dann kommentieren. Denn das Problem der Weltwirtschaft bleibt ungelöst. Wie sollen die Investitionsschwäche und die Sparschwemme auf der Welt in Einklang gebracht werden? In dem Moment, wo zu viele beginnen, Klammer auf Bar, Klammer zu, Geld zu horten, hört Geld auf, ein gesellschaftlich sinnvolles Sparvehikel zu sein. Naja, was will er damit sagen? Ob es einen Sparüberschuss gibt, ich bin da gar nicht so sicher. Also in dem Moment, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Sparbeträge tatsächlich unmittelbar für Investitionen genutzt werden, Ja. was ja so bankbilanziell nicht so ganz der Fall ist. Ja. Also wenn ich so durch unsere deutschen Landen fahre, dann habe ich den Eindruck, dass die Spargelder wunderschön angelegt werden könnten. Ja. Das könnte in Schulen sein, das könnte bei Deutschkursen sein, das könnte, wenn man mal über die Autobahn fährt und dann bei jeder zweiten Brücke Tempo 80 hat oder so. Also wir haben einen riesen Investitionsstau. Und wenn, da bin ich gar nicht sicher, ob wir jetzt allein mal bundesrepublikanisch gesehen hier einen Überhang haben. Und weltweit gesehen bin ich noch viel weniger sicher. Wenn ich mir zum Beispiel so Kontinente wie Afrika angucke, aus ökologischen Gründen wäre es ja nicht gut, wenn da jetzt der Kapitalismus voll loslegen würde. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Dinge, die dort sinnvollerweise für die dort lebenden Menschen und seien es Brunnenbohrungen oder solche Dinge gemacht werden könnten. Also diese These des weltweiten Sparüberhangs, ich weiß gar nicht, ob die so richtig ist. Ja, vor allem die Frage ist, ob das auch wirklich in Form von Bargeld, also selbst wenn die These richtig wäre, ob dann wirklich dieser Sparüberhang in Bargeld vorliegen würde, ne? Naja, Das wird gut, ja in einen die, Topf geworfen, ja, also gewissermaßen, ja. nehmen wir mal an, die These wäre richtig, dass per Salamitaktik jetzt erst die 500er abgeschafft werden, dann wie in Frankreich, Italien bestimmte Höchstzahlungsbeträge in Bargeld, also ein paar tausend Euro vorgesehen sind, was ja hierzulande auch schon angedacht wird. Dann ist ja, also dass das eine Salamitaktik ist, die in der Abschaffung des Bargeldes resultiert, wie ja zum Beispiel in einigen Ländern, was weiß ich, Schweden oder so teilweise, oder Dänemark auch, ist das ja teilweise so, dass es darauf hinausläuft. Aber nehmen wir mal an, das ist die Tendenz, dann ist ja der Clou der, dass man den Leuten das Sparen mies machen will, indem man ihnen eben Negativzinsen auferlegt und obwohl die gar keine Lust haben zu konsumieren, sagen sie dann, ja, dann konsumiere ich lieber oder gebe es aus, anstatt dass ich das jetzt liegen lasse auf der Bank und dann verliere ich was bei. Ja, also Das ist ja der Trend und das ist natürlich insofern komisch, als dass man uns ja bei der Finanzkrise erzählt hat,
Die Amerikaner mit ihren Kreditkarten und einige Südländer in Europa vor allem, die haben aus allen Rohren konsumiert und haben zu wenig gespart. Und jetzt scheint das wieder nicht richtig zu sein. Und dann will man uns eben zwingen, sozusagen, zu entsparen, ja. Das wäre ja das Ziel der Geschichte. Genau, da, also da, zu dem Thema sagt der Christian Lodendahl, Zentralbanken weltweit müssen aggressiv Nachfrage erzeugen. Der Weg über Zinssenkungen, normalerweise erfolgreich, hat sich als zu schwach erwiesen und weil die Zentralbanken so langsam waren und ist langsam am Ende. Ja, das ist natürlich fragwürdig, ob die Geldpolitik und gerade ein konservativer Ökonom, der ja eigentlich sagen müsste, dass die Geldpolitik primär und in erster Linie darauf ausgerichtet ist, Geldwertstabilität zu garantieren, dass das jetzt dazu dienen soll, praktisch eine fiskalpolitische Ersatzfunktion zu haben und gesellschaftliche Nachfrage zu schaffen, das ist ja komisch. Das soll ja dann scheinbar die Allround-Waffe werden. Und ich meine, wenn ich mehr Nachfrage schaffen will, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich muss der breiten Masse der Konsumenten mehr Geld in die Hand drücken und dann ist die Nachfrage auch da. Und wenn ich jetzt aber Zentralbankgeld reinschieße, was die Banken dann anlegen, weil ihnen das Sicherheitspolster bei der EZB ja mies gemacht wird mit diesem negativen Einlagezins, dann ist natürlich klar, dass ich hier meine schöne übliche harmonisierte Inflationsrate, dass ich die da nicht raufkriege. Und man könnte ja, und das hat ja ein konservativer Ökonom, nämlich der gute Milton Friedman gesagt, ein Marktliberaler, wenn eine Zentralbank Lust hat, dann kann es eine Deflation immer überwinden, indem sie, und da ist jetzt dieser Begriff halt, Helikoptergeld ausgibt. Ja, ich überweise jeden ein paar hundert Euro aufs Konto. Und ich glaube, der griechische Rentner, dem die Rente halbiert wurde, der würde das garantiert auch ruckzuck ausgeben. Ja, also genau, also im Grunde so eine Art Bürgerdividende, also Geldmengensteuerung, indem man einfach Geldmenge dadurch erhöht, dass man eine Bürgerdividende ausgibt. Ja, Also klar. zumindest auch sehr demokratisch, finde ich. Also Ja, natürlich, klar. In ja. dem Moment, wo ich das einzelnen Personen in die Hand drücke, gehe ich davon aus, dass der Einzelkonsument am besten weiß, was er Ja, damit macht. natürlich. Ich könnte das Genau. aber auch zum Beispiel, wäre auch nicht gerade undemokratisch, den Städten und Gemeinden zum Beispiel einen gewissen Betrag geben und dann über einen Bürgerhaushalt entscheiden lassen, wofür das dann Ja, investiert wird. genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Variante, gibt viele Varianten. Also es ist auch interessant, dass der Autor hier, Christian Odendahl, schreibt auch über Schuldenschnitte und Insolvenzen. Ja, also er sagt, die Schulden von Ländern, Haushalten, Unternehmen könnten mittels Schuldenschnitten und Insolvenzen reduziert werden. Leidtragende wären dann allerdings diejenigen Sparer, die ihr Geld in solchen Krediten bereits investiert haben. Allen voran Deutsche, die auf ihr Auslandsvermögen seit der Finanzkrise bereits 500 Millionen Euro verloren haben. Milliarden höchstwahrscheinlich. Milliarden Ja, natürlich. Ja. Das heißt, ja, dieser. so ist das halt in der Marktwirtschaft, wenn es Ungleichgewichte gibt, die nicht bereinigt werden und wenn Leute in Finanzassets investieren, die einen höheren Zinsversprechen dann oder beinhalten, mit sich bringen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es auch mal schief geht. Denn der Zins hat ja seinen Grund darin, dass ich damit Das praktisch belohnt werde, dass ich ein Risiko übernehme. genau, ja. Also, das Und heißt wenn der aber. Herr Odendahl jetzt sagt, wenn jemand insolvent ist und derjenige, der da rein investiert hat, der sieht dann ja alt aus sozusagen, da muss man sagen, ja, das ist, lieber Herr Odendahl, das ist komischerweise die Logik unserer Marktwirtschaft, nichts anderes. Die Leute, die in Q-Cells investiert haben oder in andere Bereiche, ja, und Unternehmen, so ist das eben, ja. Mal geht's rauf und mal geht's runter. Ja, das ist sehr interessant, dass dann Leute, die im Grunde genommen, ja, wo man meinen sollte, sie würden kapitalistisch denken und argumentieren, an der Stelle dann ganz anders argumentieren. Das heißt, wenn dann wirklich ein Ausfallrisiko auch mal also eintreffen sollte, was das Finanzsystem betrifft, dann wird nach der Hilfe des Staates und sonst was Ja, gerufen. sicher. Uns ist ja vorgeschoben. Ich meine, die meisten, das ist ja bedauerlich, dass also staatsbürgerliches Minimalauftreten von reinen Interessenvertretern so gut wie nie. Das war ja
auch historisch gesehen selten so, dass die nicht auch mal ein bisschen aufs große Ganze blicken und so tun, als würden sie die Interessen anderer vertreten. Also zum Beispiel die den Banken ja sehr gefährlich gewordene, wenn sie realisiert worden wäre, Finanztransaktionssteuer, die wurde ja immer mit ein Herz für Riester-Rentner sozusagen von den Banken dagegen argumentiert, ja. Und das ist natürlich eine Sauerei, wenn man sich die Riester-Renten anguckt. Plötzlich dann tritt der Riester-Rentner in Aktion, wenn es darum geht, dass man die Derivatebesteuerung loswerden will. Und hier geht es ja im Grunde darum, wenn es Schuldenschnitte gibt, ich meine, die deutschen Banken haben sich da auch weitgehend jetzt schon rausgeschlichen, aber wenn es solche Schuldenschnitte gäbe, dann wären natürlich ihre Vermögenswerte betroffen und ihr Eigenkapital. Und deswegen weinen sie jetzt über den deutschen Anleger, der da jetzt was verlieren würde. Ja, Die genau. andere Seite der Medaille ist ja, dass wir auch mächtig dadurch gewonnen haben, alle, ja. Indem Deutschland ein Kapitalfluchtland war, in dem die Bundesanleihen praktisch auf dem Nullzins liegen und so weiter. Das ist ja die Gegenrechnung. Gut, bezüglich dieses Artikels in der Zeit gab es auch eine Auseinandersetzung auf Twitter zwischen dem Autor und Norbert Häring. Norbert Häring, muss man sagen, ist ein Autor, bei der demnächst ein Buch veröffentlichen wird, das kritisch zur Bargeldabschaffung Stellung nimmt. Der Titel ist Die Abschaffung des Bargeldes und die Folgen. Ist, soweit ich weiß, noch nicht erschienen. Norbert Das Häring soll im April kommen, im glaube ich. April, genau. Norbert Häring, muss man sagen, ist jetzt auch nicht irgendwer. Der ist ein gestandener Wirtschaftsjournalist, war da bei der Börsenzeitung Financial Times Deutschland und ist seit 2002 beim Handelsblatt. Und er hat sich erlaubt, mal aufzuzeigen, wer denn die Financiers hinter dem Center for European Reform sind und wurde dann von dem Autor als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ja, also da frage ich mich an der Stelle, ist jetzt jeder, der Hintergründe aufzeigt oder der mögliche Interessenkonflikte aufzeigt, gleich ein Verschwörungstheoretiker? Nee, natürlich nicht. Es ist ja so, was Norbert Häring sagt, ist, dass es im Grunde eine Art konzertierte Aktion dahinter steckt mit der Abschaffung des Bargeldes und wo bestimmte Leute, die ja den gleichen Bildungshintergrund haben, in den USA waren zeitlang und so weiter, dass die das jetzt vorschlagen. Und da gehört der unvermeidliche Larry Summers und noch ein paar andere Leute, der Crime etc. dazu. Und zu einer Verschwörung bedarf es ja oft einer Gruppe, die sich abstimmt und, so, und dann konzertiert handelt. Hier ist ja gemeint, dass von vielen verschiedenen Ecken gleichzeitig darauf hingearbeitet wird und in der Presse das praktisch begleitet wird. Teilweise mit infantilen Bemerkungen, was man sich für 10 Cent ein Kaugummi kaufen kann und so weiter. Dass das ja ganz schön wäre, aber die Nachteile, also es ist ja auch eine gewisse Presseinfantilisierung dieser grundlegenden Problematik dabei. Und man muss ja auch mal sagen, wenn man zum Beispiel gehört hätte, dass amerikanische und britische Geheimdienste in Frankfurt und anderswo all unseren E-Mail-Verkehr abfischen, ja, dann hätten wir ja doch gesagt, das ist eine blöde Verschwörungstheorie vor einigen Jahren. Ja, das Oder wenn wir stimmt. zum Beispiel gesagt hätten, dass der Libor und der Euribor und was weiß ich nicht alles und Cum-Ex und Cum-Cum und Cum-Sonst was, ja, dass hier eine kleine Gruppe von Leuten quasi kriminell handeln und wesentliche Zinssätze, die Billionenkontrakte betreffen, manipulieren, dann hätten wir doch vor einigen Jahren vielleicht auch gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie, ja? Und zwar negativ gemeint. Und was wir ja gelernt haben als kritische Staatsbürger in den letzten Jahren ist, ja, scheinbar gibt es das gelegentlich doch schon. Ja, also ich finde es auch, natürlich muss man sagen, es gibt problematische Verschwörungstheorien, die sozusagen das Gesamtbild einfach vereinfachen. Aber ich glaube, das ist für mich immer auch das Unterscheidungskriterium, wenn Zusatzinformationen im Grunde genommen das Bild
verkomplizieren oder differenzierter gestalten, dann kann man nicht eigentlich von einer simplifizierenden Verschwörungstheorie sprechen. Und vor allem, wenn die Informationen, die zusätzlich kommen, eben auch überprüfbar sind. Und das ist eigentlich auch das, was wir ja in einer Demokratie, was ja auch der Wert einer Demokratie auszeichnet, dass Skandale möglich sind, ja, auch wenn man sich oft darüber beschwert, aber im Grunde genommen ist das eine große Errungenschaft, dass es sowas wie Skandale gibt. Und die meisten Skandale, die auch durch die Presse gehen, haben eben den Charakter von Verschwörungen, wenn man eben zum Beispiel an den FIFA-Skandal denkt. Deswegen halte ich so eine pauschale, ja, so ein Totschlagargument Verschwörungstheorie für ziemlich problematisch in einer kritischen Demokratie. Ja, sicher. Man muss praktisch immer Verschwörungstheorien aufstellen, damit sie dann widerlegt werden oder bestätigt werden. Und je mehr man, könnte man ja sagen, wenn das ein kritisches Niveau nicht überschreitet, und dann nicht in so die Weisen von Zion-Richtungen oder so ähnlich abgehen, ja, dass das eine gute Kontrollfunktion ist, weil dann vielleicht viele Verschwörungen gar gemacht werden, weil man Angst hat, dass sie aufgedeckt werden. Ja, natürlich. Also man sollte kritisch sein und das heißt, man sollte immer auch die Hypothese einer möglichen Verschwörung, möglicher unlauterer Absprachen, weil im Grunde genommen ist das ja nichts anderes. Ja, darum geht es. Das sollte man immer für möglich halten. Und ich finde schon sehr interessant, dass immer, wenn man in bestimmte Richtungen geht, dann ist sofort der Vorwurf Verschwörungstheoretiker da. Aber in anderen Zusammenhängen, wo es um irgendwelche Mauscheleien geht, da spricht man dann einfach von einem Skandal. Ne? Ja, richtig, von der Und Zufälligkeit. genau, ja. Und ja, also ich glaube, ich hoffe, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Thematik ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich werde auch die Quellen, denke ich, noch angeben. Man kann also das auch nachrecherchieren. Jetzt in den letzten ein, zwei Monaten ist das auf jeden Fall ganz groß auch durch die Medien gegangen, das Thema. Deswegen ist es, denke ich, auch sicherlich wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Herr Polkert, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und ich danke auch den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.